Geburt Jesu. Die Lesung aus Lukas 1 und Matthäus 1. Einmal hatte Zacharias wieder Dienst am Tempel in Jerusalem, weil die Priestergruppe, zu der er gehörte, gerade an der Reihe war. Es war unter den Priestern üblich, die einzelnen Dienste durch das Los zu verteilen. An einem bestimmten Tag fiel Zacharias die Aufgabe zu, das Räucheropfer darzubringen. So ging er in das Innere des Tempels, während das ganze versammelte Volk draußen betete. Da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Der Engel stand an der rechten Seite des Altars, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und bekam große Angst. Aber der Engel sagte zu ihm: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein. Und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt. Denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Er wird weder Wein noch Bier trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Und er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen. Im gleichen Geist und mit gleicher Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in vorgeschrittenen Jahren. Ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Thank you.
denn das Kind, das ihr erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Zacharias und Josef, Johannes und Jesus. Von zwei überraschend bevorstehenden Geburten von Söhnen haben wir gehört. Bei dem einen sind die Eltern sehr alt, eigentlich zu alt, um Eltern zu werden. Bei dem anderen Sohn ist die junge Mutter Maria schon mit ihm schwanger. Aber ihr Verlobter Josef kann nicht der Vater des Kindes sein. Der Sohn der alten Eltern ist Johannes, der spätere Täufer. Der spätere Täufer von Jesus, der Bote, der ihm vorangeht. Der Sohn der jungen Mutter Maria ist Jesus, Gottes Sohn, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern. Johannes und sein Vater Zacharias stehen dabei für den Advent, die Vorbereitung auf Weihnachten. Jesus und sein sozialer, nicht leiblicher Vater Josef für Weihnachten, die Zeit der Erfüllung. Der Engel Gabriel sagt zu Zacharias über seinen Sohn Johannes: Seine Aufgabe wird es sein, alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird dein Sohn Johannes dem Herrn ein Volk zu führen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Johannes, der Sohn des Zacharias, soll Menschen auf den rechten Weg bringen, sie vorbereiten auf das Kommen Jesu. Auf den rechten Weg bringen, vorbereiten, was bedeutet das für uns? In
diesem Jahr sind die Adventswochen wegen Corona keine Zeit festlicher Freude und vorweihnachtlichen Trubels, sondern eher eine stille Zeit des Nachdenkens. Auch die Corona-Krise lädt uns ein, innezuhalten. Mein Leben geht im Moment nicht so weiter wie früher. Will ich schnell wieder zurück zum Zustand vor Corona, wenn im nächsten Frühjahr viele geimpft sein werden und die Gefahr nicht mehr so da ist? Oder stellt diese Krise auch manches in Frage, was für mich bis dahin selbstverständlich war? Muss und will ich in dieser oder jeder Hinsicht neue Wege gehen, auch und gerade mit Gott? Jede und jeder von uns muss auf diese Johannesfrage eine eigene persönliche Antwort finden. Für mich hat die stärkere Ruhe der Corona-Zeit dazu geführt, dass ich mir jeden Morgen 10 bis 15 Minuten Zeit für Gott nehme. Ich sage ihm, was mich bewegt. Ich höre in die Stille hinein. Ich höre auf sein Wort für den Tag, die Losung. Ich singe 2, 3 Liedverse. Diese zusätzliche, ungestörte Zeit für Gott ist für mich eine schöne Frucht der Corona-Zeit. Da bin ich nicht der Einzige. Pastor Warnecke vorigen Sonntag und andere christliche Lehrer empfehlen das gerade jetzt. Geh in die Stille mit Gott, denn er ist ja der Wichtigste in deinem Leben. Zu Gott zurückführen, sich auf Gott, auf Jesus vorbereiten, in der Krise nachdenken, neue Wege mit Gott, mit Jesus gehen. Zum Advent gehören nicht nur solche Johannesfragen, sondern auch das, was seinen Vater Zacharias bewegt, nachdem der Engel Gabriel ihm in seinem Alter seinen Sohn Johannes angekündigt hat. Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Die große Spannung zwischen seinem Alter und dem seiner Frau und dem Versprechen des Engels treibt Zacharias um. Er zweifelt, er fragt. Das zeugt nicht von großem Vertrauen zu Gott und seinem Engel, aber es ist menschlich. Zum Advent, zur Vorbereitung auf Weihnachten, zu Corona gehören auch für uns solche Zacharias-Fragen. Es tut gut, mit solchen Fragen im Gebet zu Gott zu kommen oder mit anderen Christen darüber zu sprechen. Warum musste ein lieber Mensch schon sterben und wir waren mit vielem, was wir vorhatten, noch gar nicht fertig? Warum mutest du uns, Gott, manchmal so viel zu, zum Beispiel die Corona-Krise, die uns so verunsichert? Johannesfragen, das sind Fragen Gottes an uns. Das eigene Leben überprüfen, manches lassen, anderes neu anfangen. Zacharias-Fragen, das sind Fragen von uns an Gott. Warum und wozu? Und wo bist du? Fragen im Advent. Fragen in der Vorbereitung auf Weihnachten. Und dann die weihnachtlichen Antworten. Die große Jesus-Antwort, die kleine Josef-Antwort. Der Engel nennt Josef den Namen des Kindes, den seine Frau Maria zur Welt bringen wird. Jesus, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Der zweite Name für den Sohn der Maria, den Sohn Gottes, lautet Immanuel, Gott mit uns. Das ist die Jesus-Antwort. Wenn Jesus geboren ist, wenn er in unserem Herzen ankommt, sind wir am Ziel. Dann ist die Zeit der Erfüllung da, das Tor zum Paradies geöffnet. Dann haben wir Gewissheit und Freude. Dann wird er, Jesus, alle Tränen abwischen. Dann wird es keine Traurigkeit mehr geben, keine Klage und keine Quälerei. Dann sind wir zu Hause angekommen.
Manchmal erleben wir das jetzt schon so. Es gibt solche Momente oder Zeiten der Erfüllung, der Gewissheit, der Freude. Da fühlen wir das im Herzen. Jesus ist da. Ich habe Frieden im Herzen. Alle Traurigkeit ist wie weggeblasen. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Wir dürfen so immer wieder empfinden. Aber immer ist das nicht so. Gut, dass uns durch das Neue Testament und die Predigt immer wieder zugesprochen wird. Jesus ist mitten unter uns. Und damit ist Friede, ist Hoffnung, ist Vergebung und Liebe da. Wir dürfen uns darauf verlassen, auch wenn wir das im Herzen gerade nicht oder nur ein wenig spüren. Zu dieser großen Jesus-Antwort, die für uns Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie nicht immer im Herzen fühlen, gehört die kleine Josefs Antwort, seine Antwort auf das Kommen Jesu. Josef wurde vom Engel erklärt, warum er nicht der Vater von dem Kind im Bauch seiner Frau ist. Das war keine leichte Botschaft für Josef. Dennoch reagiert Josef auf die Worte des Engels nicht mit Zweifel wie Zacharias, sondern so. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Josef verlässt Maria nicht und hat auch keine Fragen. Er ist ein Helfer in dem großen Heilsplan Gottes, wird für Jesus und Maria sorgen, und das ist ihm genug. Denn mit Jesus wird Gott mit uns sein und alle Schuld vergeben. Wenn wir Jesus im Herzen haben und innerlich an seiner Krippe stehen, haben auch wir keine Fragen mehr. Wenn Jesus oder Gott uns dann eine Aufgabe gibt, sagen wir wie Josef: Herr, hier bin ich, was soll ich tun? Dann können auch wir wie Josef manche eigenen Wünsche zurückstellen. Er ist nicht leiblicher Vater des Erstgeborenen seiner Maria. Na und? Josef ist durch Jesus viel mehr. Und als Mensch, den Jesus liebt und für den er Mensch geworden ist, sind auch wir viel mehr. Und das ist die Hauptsache. Advent, die Johannesfrage. Wir überprüfen unser Leben. Die Zachariasfrage. Wir versuchen, das eigene Leben und die Wirklichkeit Gottes zusammenzubringen. Weihnachten, die Antwort von Jesus. Er sagt: Ich teile dein Leben, komme hinein in deine Traurigkeit, schenke dir meinen Frieden. Die Antwort von Josef darauf: Danke, Jesus, wie kann ich dir helfen? Als Christinnen und Christen sind wir unterwegs von Advent zu Weihnachten, von Johannes zu Jesus, von Zacharias zu Josef, von Fragen zu Antworten. Manchmal spüren und schmecken wir das Ziel, das Zuhause bei Jesus. Dort geht es schon in diesem Leben mit Gewissheit hin. Aber noch sind wir unterwegs, stehen selbst in Frage, haben Fragen und sind dabei, in Jesus die Antwort zu finden und wie Josef auf Jesu Liebe zu antworten.